Am 23. Mai 2017 tötete laut Presseangaben ein Selbstmordattentäter bei einem Sprengstoffanschlag in Manchester mindestens 22 Menschen. Die Explosion eignete sich im Foyer nach einem Konzert der US-amerikanischen Popsängerin Ariana Grande. Die Polizei hätte einen 22-jährigen Briten libyscher Abstammung als Täter identifiziert und ermittle nach weiteren Mittätern. Der Propagandasprecher der Terrororganisation Islamischer Staat beanspruchte den Anschlag für sich. Was jedoch von den Behörden nicht bestätigt wurde. Einige IS-Bekenntnisse haben sich in der Vergangenheit als falsch erwiesen. Nur 10 Tage später, am 3. Juni, rasten 3 Attentäter mit einem gemieteten Kleintransporter in Fußgänger auf der London Bridge im Zentrum von London. Danach griffen die 3 Täter ihre Opfer mit Messern an. 7 Passanten kamen ums Leben. Mindestens 48 weitere Personen wurden verletzt, einige von ihnen schwer. Die 3 Männer trugen Westen mit Behältern, die aussahen, als würden sie Sprengstoff enthalten. Es waren Attrappen, wie sich herausstellte. Den Ermittlungen zufolge hätten 8 Beamte 50 Schüsse auf die 3 Angreifer abgegeben. 8 Minuten. Nachdem der erste Notruf einging, waren alle 3 tot. Wiederum beanspruchte der IS den Anschlag für sich. Die Echtheit des Schreibens sei jedoch unklar. In diesem Zusammenhang ebenfalls zu erwähnen, ist das Attentat vom 22. März 2017 in London. Nach Angaben der Polizei raste der Täter mit einem gemieteten Auto in Passanten auf der Westminster-Brücke, fuhr einige 100 Meter weiter und krachte in den Zaun des Parlamentsgebäudes. Danach sprang er aus dem Wagen und lief auf das Gelände des Parlaments zu. Dort stach er einen unbewaffneten Polizisten nieder. Anschließend wurde er von einem anderen Beamten erschossen. Mindestens 5 Menschen sind infolge des Anschlags getötet worden. 40 wurden verletzt, teils schwer. Auch diesen Terroranschlag beanspruchte der Propagandasprecher des IS für sich. Ob der Attentäter tatsächlich in Verbindung zur Terrormiliz stand, ist jedoch offen. In etwas mehr als 2 Monaten kam es also zu 3 Terroranschlägen in Großbritannien. Jedes Mal kamen die Attentäter dabei ums Leben. Jedes Mal bekannte sich der IS zum Anschlag. Doch warum genau Großbritannien? Warum zu diesem Zeitpunkt? Und wem nützen diese Anschläge wirklich? Um die altbekannte Frage zu stellen, die aus Kriminalistik, politischer Analyse und Geschichtswissenschaft nicht mehr wegzudenken ist. Können die Anschläge wirklich zweifelsfrei auf den IS abgeschoben werden? Oder könnten gar andere Zusammenhänge dahinter stecken? Um genau solchen Fragen auf die Spur zu kommen, hat sich der deutsche Finanz- und Politikexperte Ernst Wolf bereit erklärt, seine Einschätzung für Klagemauer TV abzugeben. Es freut mich nun, Ernst Wolf per Skype begrüßen zu dürfen. Guten Tag, Herr Wolf. Sagen Sie doch etwas über Ihre Person. Wie sind Sie dazu gekommen, sich mit diesen größeren Zusammenhängen in der Weltpolitik auseinanderzusetzen? Ja, ich bin 1950 geboren. Das heißt, ich war 1968, als die großen Umwälzungen in Europa stattfinden, 18 Jahre alt und Student. Also ich bin auf die Art und Weise praktisch ins kalte Wasser geworfen worden, habe mich damals ganz intensiv mit Politik auseinandergesetzt und schnell festgestellt, dass die Politik weitgehend von der Wirtschaft bestimmt wird. Und dieses Wechselspiel zwischen Wirtschaft, das heißt heute Finanzwirtschaft, und Politik hat mich die letzten 45 Jahre meines Lebens begleitet und interessiert. Nun haben wir eine zunehmende Beunruhigung der Bevölkerung durch immer neue Berichte von IS-Anschlägen in europäischen Ländern, quasi direkt vor der eigenen Haustür. So zum Beispiel in Paris, auf dem Berliner Weihnachtsmarkt, nun zuletzt auch in London. Halten Sie die Darstellung der Anschläge durch die etablierten Medien für authentisch? Gibt es Parallelen bzw. Auffälligkeiten? Also ich halte die Darstellung durch die Mainstream-Medien nicht für authentisch. Und zwar aus einem ganz einfachen Grunde. Die Mainstream-Medien befinden sich in der Hand von großen Investoren. Und diese großen Investoren haben nicht nur an den Medien ein großes Interesse, sondern auch an anderen Teilen der Wirtschaft, wie zum Beispiel der Rüstungsindustrie. Die Investoren investieren also auch in Waffen und in Waffenlieferungen in Krisengebiete der Welt. Und da sind wir beim Punkt. Die Terrororganisationen dieser Welt würden nicht bestehen, wenn es keine Kriege auf der Welt gäbe.
Die Kriege sind das Fundament und der Nährboden für die gesamten Terrororganisationen, ob das nun die ISIS ist, ob das die Taliban sind oder ob das Al-Qaida ist. Und die gleichen Leute, die diese Kriege finanzieren, finanzieren wiederum die Medien. Das heißt, sie berichten natürlich aus ihrer eigenen Warte. Und deswegen erhalten wir kein authentisches Bild. Was die Auffälligkeiten anbetrifft, so muss ich sagen, also was mir aufgefallen ist bei allen Anschlägen, also ob die in Südfrankreich, in Nordfrankreich, in Belgien, in Deutschland oder in London, in England passiert sind, in allen Fällen hat sich die Polizei nicht einmal bemüht, einen der Täter lebend zu fassen. Und das deutet für mich darauf hin, dass hier irgendetwas verschwiegen werden soll. Ja. Auf jeden Anschlag folgte eine unmittelbare Reaktion seitens der Politik. Bilden diese Reaktionen eine Kette, eine Stoßrichtung? Ja, dass man sagen könnte, jeder Knall sprengt den Tunnel ein Stück tiefer in den Berg. Das ein wenig bildlich ausgedrückt. Ja, die Politik benutzt diese Anschläge und zwar, sie benutzt sie, um den Sicherheitsapparat auszubauen, um die Polizei aufzurüsten, um das Militär aufzurüsten, um die Kontrolle der Bürger zu verschärfen. Also all diese Orwellschen Horrorvisionen werden zurzeit durchgesetzt. Aber sie benutzt dabei den Terrorismus nur als Vorwand, weil die wirkliche Gefahr für unsere Gesellschaft ist nicht der Terrorismus, das ist nur eine geringe Gefahr, die auch mehr oder weniger selbst erzeugt ist. Die wirkliche Gefährdung unserer Gesellschaft erfolgt durch den Finanzsektor, durch Großbanken, durch Hedgefonds und durch Investmentfirmen. Diese Politik des großen Geldes führt dazu, dass die soziale Ungleichheit in der Welt tagtäglich weiter wächst. Also vor 3 Jahren besaßen 85 Menschen auf der Welt so viel wie die Hälfte der Menschheit. Vor 2 Jahren waren es noch 62. Im letzten Jahr waren es nur noch 8 Menschen. Diese Explosion der sozialen Ungleichheit ist der Nährboden, auf dem der Terrorismus wächst. Und diese soziale Ungleichheit wird herbeigeführt durch die Finanzindustrie und niemanden anders. Christoph Hörstel prägte den Begriff Terrormanagement, wenn es um Terroranschläge in Europa geht. Inwiefern und auf welches Ziel hin werden Terroranschläge aus Ihrer Sicht von den Regierungen und Geheimdiensten gemanagt bzw. instrumentalisiert? Also ich habe nicht den Einblick, den einige andere Journalisten haben, aber ich habe vor einiger Zeit mit Andreas von Bülow, dem ehemaligen Geheimdienstkoordinator unter Helmut Schmidt gesprochen und der hat das Ganze salopp so formuliert, er hat gesagt, wir haben es hier mit betreutem Bomben zu tun. Es ist tatsächlich so, dass die Geheimdienste offensichtlich beide Augen verschließen, dass auch die Polizei oft beide Augen verschließt, wenn es um die Vorbereitung dieser Attentate geht. Das lässt einen wirklich vermuten, dass diese Attentate von oben her instrumentalisiert werden. Und der Hintergrund dafür ist der, das Weltfinanzsystem, also das gesamte Finanzgefüge der Welt, ist 1998 einmal kurz vor dem Zusammenbruch gewesen, ist 2008 erneut vor dem Zusammenbruch gewesen. Und wir befinden uns zurzeit auf dem Weg in den nächsten ganz großen Crash. Und beim ersten Crash haben einige Wall Street Banken das System retten können. Beim zweiten Crash sind die Staaten eingesprungen und haben das Finanzgefüge gerettet. Und beim nächsten Crash heißt die große Frage, wer rettet das Finanzgefüge dann? Das heißt, wir stehen vor ganz großen Umwälzungen in der Welt. Und diese Umwälzungen werden damit einhergehen, dass den Leuten die Rechte, die demokratischen Rechte immer weiter abgebaut werden. Und dass gleichzeitig auch das Einkommen der arbeitenden Menschen immer weiter beschnitten wird. Das heißt, wir stehen vor ganz großen sozialen Umwälzungen. Und um sich auf diese Umwälzungen vorzubereiten, also die Polizei aufzurüsten, das Militär aufzurüsten, demokratische Rechte abzubauen und so weiter, wird der Terrorismus als Vorwand benutzt. Ja. Zuletzt noch die Frage, was kann dagegen unternommen werden? Was dagegen unternommen werden kann, ganz einfach. Man muss von den Politikern verlangen, die Kriege in der Welt zu beenden, die Waffenlieferungen in Kriegsgebiete zu beenden. Und man muss von ihnen verlangen, dass sie endlich dafür sorgen, dass die 0,01% nicht ständig reicher und der gesamte Rest der Menschen ständig armer wird. Das ist der Nährboden, auf dem der Terrorismus gedeihen kann. Wenn die Welt kriegsfrei wird und wenn die Welt sozial etwas gerechter wird und nicht mehr so ungerecht wird, wie sie jetzt ist, dann fällt der Nährboden für den Terrorismus weg. Dann werden Organisationen wie ISIS, Al-Qaida oder Al-Nusra, die alle heißen, oder die Taliban, von ganz alleine verschwinden. Ja. Was würden Sie zu einem großen Teil der westlichen Bevölkerung sagen, die sich von den Terroranschlägen instrumentalisieren lässt?
damit sie dieses Spiel nicht mehr mitmacht? Ja, ich würde denen sagen, dass es falsch ist, Flüchtlinge und Migranten dafür verantwortlich zu machen, für diese ganzen schrecklichen Verbrechen, die da passieren. Ich würde sagen, man muss unbedingt das große Ganze betrachten. Man darf nicht auf den einzelnen Terroranschlag gucken. Man muss das Ganze in ein Gesamtbild einordnen. Man muss den Verfall unserer Gesellschaften betrachten. Die Zerstörung der Gesellschaften erfolgt durch das Finanzsystem, durch die Finanzindustrie. Die soziale Ungleichheit wird durch die Finanzindustrie von Tag zu Tag stärker gefördert. Und diese Finanzindustrie fördert auch die Kriege. Die verdienen ja über die Rüstungsindustrie mörderische Summen an diesen Kriegen. Und wenn das nicht beendet wird, dann wird der Terror auch nicht gestoppt werden. Ich würde den Leuten sagen, dass sie sich auf keinen Fall in die Irre führen lassen sollten von irgendwelchen Scharlatanen, die behaupten, dass die Migranten oder die Flüchtlinge schuld sind an diesen ganzen Terroranschlägen. Flüchtlinge sind selbst Opfer dieser Politik der großen Konzerne und keine Täter. Ja. Herr Wolf, vielen herzlichen Dank für Ihre Einschätzung und dass Sie sich hier Zeit genommen haben. Vielen Dank und ich hoffe, bis bald. In dieser Sendung soll ein Blick auf vergangene Terroranschläge geworfen werden, um mittels sich wiederholender Merkmale mögliche Hintergründe von Terroranschlägen besser verstehen zu können. Wachgerüttelt durch die sich häufenden Terroranschläge auch in Europa, haben verschiedene an Hintergründen interessierte Menschen in einer aufwendigen Recherchearbeit die bedeutendsten Terroranschläge dieses Jahrhunderts unter die Lupe genommen. Klagemauer TV hat das Ergebnis in Form einer 28-seitigen A5-Broschüre veröffentlicht. Gemäß den Untersuchern können aufgrund wiederkehrender auffälliger Ungereimtheiten sogenannte Terrormuster festgestellt werden. Sie legen den Schluss nahe, dass hinter den Terroranschlägen andere Zusammenhänge stecken könnten, als offiziell vermittelt werden. Im Folgenden werden nun die auffälligsten Terrormuster aufgeführt, mit deren Hilfe wie mit einer Schablone auch aktuelle Ereignisse beleuchtet werden können. Einzelheiten dazu finden Sie in den angegebenen Quellen im Abspann. Erstes Terrormuster. Die Ausweise der angeblichen Attentäter wurden gefunden. Bei folgenden Anschlägen wurden Ausweise der vermeintlichen Attentäter auf mysteriöse Weise gefunden. 11. September 2001. Anschläge auf das World Trade Center in New York, wobei die Zwillingstürme größtenteils pulverisiert wurden. Wie durch ein Wunder überstand ein Attentäterreisepass den Flugzeugaufprall und segelte gegen die Windrichtung auf die Straße. 7. Juli 2005. Anschläge in London. Die Ausweise der vermeintlichen Selbstmordattentäter wurden trotz Explosion unbeschadet am Tatort gefunden. 7. Januar 2015. Anschlag auf die Redaktion des Satiremagazins Charlie Hebdo. Ein Attentäter verlor seinen Ausweis ausgerechnet im Fluchtauto. 13. November 2015. Terroranschläge von Paris. Der Ausweis lag neben dem Selbstmordattentäter. Diese Erklärungen sind völlig absurd. Keinem Attentäter würde auch nur im Entferntesten in den Sinn kommen, seine Ausweispapiere bei sich zu tragen und schon gar nicht am Tatort zu hinterlassen. Es sei denn, er hätte sie absichtlich verloren, um eine falsche Spur zu legen. Zweites Terrormuster. Die Schuld der angeblichen Attentäter war höchst fragwürdig. In fast allen untersuchten Anschlägen konnten erdrückende Beweise dafür gefunden werden, dass die Schuld der mutmaßlichen Attentäter geradezu höchst fragwürdig war. Dazu nur ein Beispiel. Ein Zeuge der Anschläge auf Charlie Hebdo beschrieb die Täter als groß und schwarz. Eine überlebende Journalistin bezeugte, ein Täter habe blaue Augen gehabt. Der ältere, als mutmaßlicher Täter erschossene Quashi-Bruder war jedoch nur 1,69 Meter groß. Beide hatten keine blauen Augen. Trotz widersprüchlicher Hinweise konnten sich die Behörden überraschend schnell auf die jeweiligen Namen der angeblichen Attentäter festlegen. Dies wurde begünstigt dadurch, dass die eigentlichen Hauptzeugen, die Täter selbst, in keinem Fall persönlich befragt werden konnten. Die Verdächtigen waren entweder sogenannte Selbstmordattentäter oder wurden von der Polizei erschossen. Drittes Terrormuster. Terrorübungen werden zum Ernstfall.
Bei fast allen untersuchten Terroranschlägen wurden zeitnah zu den Anschlägen Übungen durchgeführt, welche genau jenes Szenario probten, welches auch tatsächlich stattfand. Dies sind 19. April 1995. Bombenanschlag auf Regierungsgebäude in Oklahoma City. 11. September 2001. Anschläge auf das World Trade Center in New York. 11. März 2004. Zuganschläge Madrid. 7. Juli 2005. Anschläge auf die Londoner U-Bahn. 22. Juli 2011. Bombenanschlag auf das Regierungsviertel in Oslo und Massaker auf der Insel Utøya. 15. April 2013. Stadtmarathon in Boston. 13. November 2015. Terroranschläge von Paris. 22. Juli 2016. Terroranschlag in München. Nimmt man die Berechnungsformel von Versicherungen, um die Wahrscheinlichkeit zu ermitteln, dass das geplante Szenario einer Übung irgendwann in 10 Jahren mit der Realität zusammenfällt, lautet das Ergebnis 1 zu 10 hoch 41. Das ist eine Zahl mit 41 Nullen, mehrere Billionen Mal mehr als alle Sandkörner auf der Erde. Diese Zufallsberechnung erinnert an das bekannte Zitat des ehemaligen US-Präsidenten Franklin Roosevelt: In der Politik geschieht nichts zufällig. Und wenn etwas zufällig geschieht, so kann man davon ausgehen, dass es genau so geplant war. Viertes Terrormuster. Terroranschläge werden von den Regierungen instrumentalisiert. Aufmerken lässt auch, dass nach jedem vermeintlichen Anschlag die Rechte der Bürger weiter eingeschränkt und Vormachtstellungen der Regierungen stetig ausgebaut werden. So wurden nach den Anschlägen vom 11. September 2001 mit dem sogenannten USA Patriot Act die Grundrechte des amerikanischen Volkes massiv beschnitten. Nach den Anschlägen wurden in Großbritannien sogleich die Überwachungstechnik forciert, in Frankreich die Käufe mit Bargeld strikt reglementiert und der Ausnahmezustand verhängt. Nach dem Amoklauf in München erließ Bundeskanzlerin Angela Merkel einen 9-Punkte-Plan, der Vorbereitungen für Militäreinsätze im Inneren sowie ein nochmals verschärftes Waffenrecht beinhaltet. Somit ist zu beobachten, dass Terroranschläge in irgendeiner Form von den Regierungen instrumentalisiert werden. Den Regierungen werden nach Terroranschlägen Mittel und Befugnisse in die Hände gespielt, wie es ohne diese nie möglich gewesen wäre. Fazit: Diese bei Terroranschlägen sich wiederholenden Muster und Ungereimtheiten haben verschiedene Kommentatoren zu der Schlussfolgerung geführt, dass es sich nicht um vereinzelte Terroranschläge oder Amokläufe, sondern um ein strategisch geplantes Terrormanagement mit inszenierten Anschlägen handle. Weiterführende Informationen finden Sie in folgenden eingeblendeten Sendungen.